Abend, meine Damen und Herren, herzlich willkommen aus dem ORF Wahl 17 Studio. Heute heißt die Konfrontation Rot gegen Pink oder auch Mehr Staat gegen weniger Staat. Ich begrüße NEOS-Chef und Spitzenkandidaten Matthias Strolz und den Bundeskanzler und Spitzenkandidaten der SPÖ Christian Kern. Zu Gast im Studio sind heute Erstwählerinnen, Schülerinnen und Schüler aus Gymnasien in Niederösterreich, BG, BRG Stockerau und dem BG, BRG Burkersdorf. Ein herzliches Willkommen Ihnen gemeinsam natürlich auch den Lehrerinnen und Lehrern. Kurz zu den Regeln. Die Sitzordnung ist zuvor gelost worden und die Redezeit wird mitgestoppt. Herr Strolz, eines Ihrer Bücher heißt Warum wir Politiker nicht trauen. Und in der ORF-Sendung Nationalraten wurden Sie dann gefragt, ob man den Ihnen trauen könne. Und Aha. Sie haben gemeint, ja, ich denke schon. Sie sind äh, bekannt für klare, präzise Antworten. Vertrauen Sie Ihrem Gegenüber, Christian Kern? In vielen Dingen ja. In einigen Fragen äh, habe ich gröbere Fragezeichen. Das werden wir heute besprechen müssen. Herr Kern, vertrauen Sie dem Politiker Matthias Strolz? Ja, vertrauen, zweifellos. Wir haben in vielen Sachpositionen unterschiedliche Einschätzungen. Aber vertrauen, dass er es äh, ernsthaft meint äh, mit dem, was er vorhat, das ist auf jeden Fall da. Herr Strolz, Sie wollen die Steuern vereinfachen und in Ihrem Steuerkonzept steht, dass Sie lang gediente Steuern abschaffen wollen. Mhm. Das sind recht viele, aber machen wir es praktisch, unter anderem auch die Biersteuer. Mhm. Äh, Wer hat was davon? Die Unternehmen, die dann höhere Gewinne haben? Oder wird das Bier im Supermarkt dann billiger? Naja, natürlich. Also Bier ist ja keine Monopolware. Das heißt, hier gibt es ganz viele Biermarken, die in Konkurrenz zueinander treten. Und wenn hier eine Star wegfällt, dann wird das an die Konsumenten weitergegeben. Das heißt, hier sinkt der Preis. Sie wollen das gegenfinanzieren, indem Sie auch sagen, es gibt wahnsinnig viele Ausnahmen. Wir zahlen Mehrwertsteuer von 20 Prozent. Mhm. Viele Ausnahmen, wo man nur 10, 13 Prozent zahlt, ja. also zum Beispiel Müllabfuhr, lebende Tiere, Saatgut, Pflanzen. Futtermittel, Holz, Wein ab Hof. Hm. Und das wollen Sie beseitigen, diese Ausnahmen. Hier ja. zahlt man eben viel weniger. Heißt das, dass Sie das auf diese 20 Prozent anheben wollen? Ja, in gewissen Bereichen wollen wir es beseitigen. In anderen, man muss immer genau hinschauen. Ähm, zum Beispiel im Tourismus ist es uns wichtig, die Steuererhöhung, die von... Kern und Kurz hier zuletzt äh, eingeführt wurde, dass man die zurücknimmt. Weil wir glauben, beim Tourismus sehen wir, wir stehen ja im internationalen Wettbewerb und die staatliche Belastung in Deutschland, in der Schweiz, in den Nachbarländern ist wesentlich geringer. Und man muss also die Sektoren immer betrachten. Und die stehen natürlich extrem im internationalen Wettbewerb. Und deswegen würden wir hier natürlich auf 10 Prozent runtergehen wieder. Und bei der Müllabfuhr um eben zum Beispiel hier sind 10 Prozent. Ja, würde das anderen, auf 20 Prozent angleichen? In anderen Bereichen Angleichung, jawohl. Auf 20 Prozent ja, Steuern vereinfachen, Herr Kern, warum nicht? Naja, das macht schon Sinn, aber ich denke, das Wesentliche ist, dass wir ein Konzept verfolgen, wo wir ganz klar sagen, wir müssen die Menschen entlasten, die arbeiten gehen, die Mittelschicht, die kleineren Einkommen. Das ist uns wichtig. Wir haben ein Konzept vorgestellt, das vier Millionen österreichische Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen und Pensionisten entlastet. Aber wir haben auch ein zweites dazu gesagt. Wir haben gesagt, wir wollen auch alle Klein- und Mittelbetriebe auch entlasten, indem wir die Lohnnebenkosten reduzieren. Und dieses Entlastungskonzept ist mir wichtig. Ich darf vielleicht nur eine Bemerkung machen zu dem, was der Herr Stolz gesagt hat. Ich möchte jetzt den Herrn Kurz ungern verteidigen, aber der Herr Kurz und ich haben natürlich nicht diese Steuerreform gemacht, beim letzten Mal auch nicht die Tarife erhöht. Zur Ehrenrettung unserer Vorgänger muss man aber sagen, die haben eine Steuererleichterung von 5 Milliarden Euro gemacht. Und die ist einer der Gründe, warum wir heute sehr erfolgreiches Wirtschaftswachstum haben. Gut, vielleicht können wir uns auch darauf no. einigen, dass. Sie beide übereinander reden und über Nicht-Anwesende vielleicht okay. nicht. Bitte. Na, dann wundert es mich aber, Herr Kahn, dass wir gestern nicht die gemeinsame Chance genutzt haben. Äh, Sie wissen, ich habe nach am Wochenende Ihnen, dem Herrn Kurz und dem Herrn Strache Vorschläge geschickt, nämlich zur Beseitigung der kalten Progression. Das ist ja ein Anliegen, das wir eigentlich teilen. Äh, Sie haben es noch einmal im Jänner in Ihrem Regierungsprogramm drin. Sie haben es noch einmal in Ihrem Wahlprogramm. Auch der Herr Kurz betont an jeder Ecke, er will die kalte Progression weg. Mit dem Herrn Schelling habe ich es besprochen, noch im Juli. Er sagt, der Neos-Vorschlag hier macht Sinn. Und dann konnte äh, ich zumindest den gemeinsamen Antrag erreichen. Vorgestern Nacht waren wir soweit äh, mit der FPÖ. Wir haben den gestern eingebracht ins Parlament. Und wer sagt entgegen der eigenen Ankündigung nein? Wir machen hier nicht mit. Das heißt, sie lassen die schleichende Steuererhöhung aufrecht. Dieser Griff äh, ins Geld jedes Jahr tiefer wird. Kalte Progression. Sowas verstehen nicht. Also das ist so ein bisschen der Reflex, wenn eine Idee hier von der Opposition kommt, äh, dann werden wir nicht mitmachen. Das haben wir jetzt vier Jahre lang erlebt. Und dafür haben ganz wenig Menschen Verständnis, dass, dass die Hälfte der Abgeordneten im Parlament irgendwie für den Papierkübel arbeiten sollen. Es ist doch so, wenn eine gute Idee kommt. Sie wissen von uns, Neos, wir sind jene Oppositionspartei, die bei den meisten Regierungsvorschlägen mitgestimmt hat, weil wir eben mhm. frei sind von diesen Reflexen. Wir sagen, was witz das hat, macht Sinn für die Menschen, für das Land, dann gehen wir mit. Und wenn es aus unserer Sicht keinen Sinn macht, machen wir es nicht mit. Arbeitet die Opposition für den Papierkübel? Nein, das ist äh, keineswegs. Und äh, hier geht es ja auch nicht um ein formales Problem, sondern hier geht es um eine inhaltliche Fragestellung. Bei der Stolz hat Recht, wir haben tatsächlich auch ein Modell, wie man mit der kalten Progression umgeht. Wir sagen allerdings, wenn die Inflation eine bestimmte Höhe erreicht hat, dann wollen wir, dass wir uns wie in Deutschland, wir haben genau dasselbe Modell wie in Deutschland, uns hinsetzen und überlegen, wie wir hier die Steuerreduktionen vornehmen. Und das ist mir deshalb wichtig, weil das ist ja eines, ein Punkt, der uns unterscheidet im Inhalt. Unser Steuerkonzept sieht vor, dass man ab 1500 Euro äh, bereits äh, die volle Entlastung bekommt. Äh, wenn man sich diesen kalten Progressionsvorschlag anschaut, dann führt der dazu, dass man die volle Entlastung, nämlich 1200 Euro per Anno, äh, erst ab 10.000 Euro Einkommen bekommt. Und das ist okay, das kann man so machen, aber das zeigt den unterschiedlichen politischen Zutritt von NEOS und SPÖ, weil unser Ziel ist, insbesondere wirklich die Mittelschichten zu entlasten und das hätte der Vorschlag nicht hergegeben und das war der Grund warum wir gesagt haben äh, wir wollen eine andere Vorgehensweise mit unserem Modell haben. Na, erstens gesagt haben sie gar nichts, ich habe von Ihnen und von kurz keine Antwort bekommen auf meinen Vorschlag von Strache schon. Das verwundert mich und zweitens unser Vorschlag ist die Entlastung von allen Einkommensteuerbezahlern, Lohnsteuerbezahlerinnen, Bezahlern, weil man sagen, es ist doch so Erkannt, dass wir in Österreich eine so hohe Steuerabgabenbelastung haben wie fast an keinem anderen Ort auf diesem Planeten. Also wir sind da im Spitzenfeld weltweit und ich glaube, wir müssen endlich den Menschen mehr Geld in der Geldtasche lassen, damit da noch was da ist. Am Monatsende, wenn noch Rechnungen da sind für die kaputte Waschmaschine, Autoreparatur oder ansparen, für eigene vier Wände oder das es heißt für die Pension, da müssen wir auch drüber reden, zum Beispiel die Heute unter 45-Jährigen, die werden im Vergleich zu ihrer Vettergeneration, die Töchter und die Mütter kann man schwer miteinander vergleichen, weil sie eine andere Erwerbskurve haben, die werden zwischen 20 und 35 Prozent weniger Pension bekommen. Und sie zurück. Da ja. Das Thema Pensionen, ja, ist ganz wichtig, dass wir darauf schauen. Sonst zu den Pensionen. Wir kommen Mast, auf jeden Fall zu, zum Thema Pensionen. Herr Kern, mit neuen Steuern in den Wahlkampf zu gehen, das ist sehr ungewöhnlich. Sie wollen eben die Mehrwertsteuersätze zum Teil anheben, aber Sie haben ja einen ganz großen Brocken vor, nämlich diese Erbschaftssteuer ab einer Million Euro, ab einem Erbe von einer Million Euro. Ist das nicht eigentlich ein Schattenboxen? Weil niemand wird das wollen, außer die Grünen, mit denen haben Sie keine rechnerische Mehrheit. Oder bleibt Gibt es wirklich eine Koalitionsbedingung? Nein, es ist aus meiner Sicht ganz eindeutig so, dass wir in diesem Wahlkampf nur versprechen können, was wir auch einhalten können. Das ist unser Konzept. Ich bin sehr skeptisch, wenn ich mir Steuerkonzepte von anderen Parteien ansehe, die sagen, 12, 15, 19 Milliarden soll die Entlastung sein. Weil nur um Ihnen ein Gefühl zu geben, wir geben 15 Milliarden aus allein für die Krankenhäuser in Österreich. So, Aber das heißt, das die Erbschaftssteuer bleibt eine Koalitionsbedingung. Nein, Lass, Habe ich das richtig darf verstanden? Ich nur den, den Sinn der ganzen Geschichte sagen. Und ich glaube, das Entscheidende ist, dass wir so ehrlich sind und sagen, wenn wir eine Steuererleichterung wollen und wir wollen ähnlich, das sind wir uns einig im Ziel, wie der Stolz, auch die Steuer- und der Abgabenquote senken, dann müssen wir auch ganz klar sagen, wie wir das finanzieren wollen. Wir wollen keine Einschnitte in das Netz der sozialen Sicherheit, in der Gesundheit, bei den Pensionen zum Beispiel. Wir glauben, dass man noch viel mehr investieren muss in Bildung, in Familienleistungen, Kinderbetreuung, Ganztags und so weiter. Und dann muss man auch den Mut haben, sich in einem Wahlkampf hinzustellen und sagen, wie man das finanziert. Und wir haben gesagt, alle, die mehr als eine Million Euro erben, die sollen einen Beitrag an die Gemeinschaft zahlen, damit wir die anderen, die vier Millionen und die Klein- und Mittelunternehmen entlasten können. Und das trifft unsere Erbschaftssteuer. Zwei Prozent äh, der reichsten Erben. So, ich gehe davon aus, das ist ein grundvernünftiges Konzept. Lassen wir jetzt einmal den Wahlkampf weg. Ich denke, dass wir danach äh, durchaus Bündnispartner für die Umsetzung finden. Ja, also zu unserem Stau Konzept, das Sie hier ansprechen, ich gebe es Ihnen gerne mit. Äh, ja, wir haben hier Vorschläge durchgerechnet mit externen Experten auch, ähm, wo wir sagen, wir können in einer Reformetappe von insgesamt acht Jahren am Schluss dann pro Jahr 19 Milliarden herausnehmen, die Verschwendung sind an verschiedenen Orten. Es ist kein Kahlschlag, keine Einbuße irgendwo bei den Menschen, sondern wir können hier in vielen Bereichen einfach die Dinge anders machen. Ein Beispiel: bei den Förderungen. Jetzt gibt es ganz viele großartige Fragen Aber bleiben wir noch kurz, Herr Stolz, vor großartige, ja? zur Erbschaftssteuer. 19 der 28 EU-Staaten haben Erbschafts- und ja. Vermögensteuer. Und Ihr Mentor, Hans-Peter Haselsteiner, wenn man ihn fragt danach, dann sagt ah. er, ein Comeback der Erbschafts- und Schenkungssteuer, das würde er für sinnvoll erachten. Ja. Jetzt äh, achten Sie seine Meinung. Warum hören Sie in diesem Fall nicht auf ihn? Na, ich achte natürlich seine Meinung wie von, von jedem Menschen. Also ich gehe da dann in Diskussion. Und ich bin auch nie ein Dogmatiker. Ich sage nur, Sie müssen schon sehen, wir haben eine Erbschaftssteuer leid mit der Grunderwerbssteuer und auch mit der äh, Immobilienertragssteuer. Beide Steuerarten wurden von der SPÖ zuletzt erhöht mit der Steuerreform. Es wurde die Kapitalertragssteuer erhöht, die sie eingeführt haben in den 90er Jahren, als damals die mhm. Vermögenssteuer abgeschafft wurde. Ich sage einfach, solange wir so eine exorbitante Belastung der Bevölkerung insgesamt haben, werden wir zu keiner neuen Steuer ja sagen, weil der Reflex ist immer, dann sagen Sie, dann müssen wir uns ehne bemühen auf anderen Ecken. Aber ich will einfach, dass wir viele sauren Herr Kern, in diesem Land abstellen, beispielsweise. Und ich will Sie hier als Verbündeten gewinnen. Da brauche ich einen wie Sie. Zum Beispiel äh, Transparenzdatenbank. Jetzt ist das Ding seit über drei Jahren Gesetz. Und es wird, der Nationalrat hier, die Volksvertretung verhöhnt von den Landeshauptleuten, die sagen, wir sind nicht bereit, diese Transparenzdatenbank zu befüllen. Um was geht's, Frau Reiterer? Es geht darum, dass die Landesfürsten, deswegen sage ich Fürsten der Finsternis, ähm, ihre Förderungen, milliardenschwer, weiter im Dunkeln vornehmen wollen, weil Tageslicht ist das beste Desinfektionsmittel, weil Sie natürlich unter Tageslichtbedingungen viele Dinge nicht machen könnten, weil es Doppelförderungen sind, Reiferförderungen von roten, schwarzen, französischen. Sie können ja eben direkt Anfütterung. Und das will ich abstellen und dieses Geld möchte ich den Menschen zurückgeben. Kann ja nicht falsch sein, oder? Das kann ja nicht falsch sein. Sind Sie wenn's, wenn es stimmen Meinung würde, würde ich das voll teilen. Aber wir können eine stimmt? Sache ganz kurz machen. Was stimmt also ich, daran? Ich, ich sage es Ihnen gleich. Ja. Eine Sache können wir kurz machen, wenn es um die Befüllung der Transparenzdatenbank geht bin ich ein absoluter Verbündeter, auf den Sie da zählen können. Ich finde auch, das ist nicht akzeptabel, das gehört erledigt. Und dann haben Sie auf den Tisch, Sie sind das, Kanzler, derweil. Ja, da, aber ne? das ist eine Geschichte, die, wo wir die Gesetzgebung ändern müssen im Parlament. Das ist unsere, das gemeinsame, ist da. ist unsere gemeinsame Aufgabe, da eine stärkere da. Verpflichtung herbeizuführen. der so. Vorschlag war 50 Euro alle für jene, die es nicht machen. Da sind Sie nicht mitgegangen. 50 Euro. 50 Millionen für jeden Landeshauptleute. So, das, das ist mehr. Das ist die einzige Sprache, Nein. die diese... Hausauf gut, aber da steht. haben wir was zu tun, da sind wir uns einig und äh, ich kann Ihnen versichern, dass werden wir, wenn Sie da äh, mit uns dann gemeinsam an einem Seil ziehen, versuchen, in die richtige Richtung zu bringen. Alle mal. So. aber es gibt, äh, was die Unterschiede betrifft, äh, sieht man auch sehr gut bei dem Steuerkonzept, äh, das was der Stolz jetzt erwähnt hat, wenn er sagt, die Kapitalertragssteuer haben wir auf 27,5 Prozent erhöht. Da geht es vor allem auch um die Kapitalertragssteuer für Ausschüttungen äh, von Aktiengesellschaften, Unternehmen, Dividenden. Sie haben vorgeschlagen, dass man das wieder reduziert, wenn ich den Vorschlag richtig verstanden habe. Und ich sage nein, das will ich nicht, weil ich will, dass diese Beiträge ins Budget kommen, um Bildung, Gesundheit und so weiter zu finanzieren. Und ich kann Ihnen auch sagen, warum. Weil was in unserer Welt passiert. Aber ist, sagen Sie es vielleicht ihm, warum? Ja, weil was in unserer Welt passiert, ist der Umstand, dass wir im vergangenen Jahr 2016 erlebt haben, dass die Dividenden von Aktiengesellschaften um 30 gestiegen sind. Während die Einkommen in Österreich real nur um 0,5 ja. Prozent gestiegen sind. Und deshalb sage ich, da entsteht so ein Ungleichgewicht. Ja. Da entsteht so eine Ungleichheit zugunsten von Vermögensbesitzern, dass ich nicht bereit bin, diese Kapitalertragssteuer zu reduzieren. Deswegen unser die Steuern auf Arbeit reduzieren. Unser, unbedingt, da bin ich dabei. Unser Vorschlag natürlich, Arbeit muss entlastet werden, damit Arbeitsplätze entstehen. Wir hatten unter SPÖ, ÖVP zu Jahresbeginn die höchste Arbeitslosigkeit seit 70 Jahren. Fast eine halbe Million Menschen saßen arbeitslos unterm Weihnachtsbaum. Das ist eine große Tragödie für viele Familien. Und wir haben den Vorschlag auch unterbreitet, Herr Kern, dass wir sagen, Mitarbeiterbeteiligung viel attraktiver machen. Zum Thema auch hier Arbeit. Hier bremsen zum Beispiel die Gewerkschaften, ja? die man? Ja. Das verstehe ich nicht. Herr, die Arbeitnehmer Strolz, sollen doch auch, auch zum Thema vom Arbeit, Unternehmenserfolg. Bevor wir zur Arbeit kommen, würde ich jetzt gerne zum Thema Wohnen kommen. Herr Kern, Sie haben gestern ein Mietrechtspaket äh, ins Parlament gebracht, das abgelehnt wurde. Ähm, Sie wollten leistbare Mieten per Gesetz äh, vorschreiben. Eine, ein, ein praktisches Beispiel, das Sie äh, berechnet haben: eine 80 Quadrat. Meter Wohnung würde dann statt 1192 Euro 736 Euro äh, kosten im Monat. Warum haben Sie dagegen gestimmt, Herr Stolz? Ich habe dagegen gestimmt, weil es äh, ein hehres Ziel ist, das wir gemeinsam teilen. Leistbares Wohnen. Wohnen muss leistbarer sein. Es ist eine Schande, dass ein junges Paar, das miteinander verdient, äh, sich keine Wohnung, kein Eigenheim mehr leisten kann und sich oft sogar schon schwer tut mit Miete. Und ähm, dann äh, muss man nach Lösungen suchen. Da bin ich auch dafür. Die Lösung, die hier die SPD vorschlägt, die ist eine gesetzliche Preisfestlegung. Das ist das Modell, das praktiziert wurde von DDR, von kommunistischen Staaten, heute ähm, zum Beispiel in Venezuela, in anderen Staaten der Welt. Herr Kern. Wenn das so eine gute Idee gewesen wäre mit dieser Preisfestsetzung durch den Staat, dann wären ja die Läden voll gewesen im Ostblock. Das Problem war, sie waren leer. Wenn man das so macht wie Sie, das, ist, das klingt toll äh, auf den ersten Blick, wenn man so macht, und Sie sind ja selber ein bisschen eine Ahnung haben Sie von Wirtschaft, wenn es auch nur Staatsbetriebe waren, aber Sie haben schon auch ein bisschen eine Ahnung und Sie wissen selber besser, behaupte ich, und, und greifen halt zurück auf Klassenkampfreflexe. Ähm, es wird das Angebot reduziert werden, weil niemand mehr investiert. Gut, und damit also reiten nein, Sie den Preis. Nein, und wir Herr haben jetzt Stolz. schon über 100.000 leerstehende Wohnungen in Österreich. Also ich will, dass die auf den Markt kommen, damit die Preise sinken. Gut. Da brauchen wir aber andere Rezepte. Sie hier. sind dagegen. Ich muss jetzt äh, mal eine Zeitbilanz machen. Deshalb eben auch länger Zeit dann für Sie, Herr Kern. Äh, Sie sind, äh, haben einen Vorsprung 7 Minuten 25 und der Herr Kern 5 Minuten 15. Das heißt... Äh, Jetzt für Sie, aber eben gleich ähm, der Butterpreis ist gestiegen in den letzten 16 Monaten um bis zu 80 Prozent. Ähm, warum nicht gesetzliche Höchstpreise für Grundnahrungsmittel? Nein, darf ich äh, vielleicht noch auf einen Punkt eingehen, den der Herr Stolz jetzt äh, ausgeführt hat bei den Mieten, weil das ist wirklich wichtig. Äh, man kann darauf setzen, dass der Markt das regelt. Wir haben zehn Jahre erlebt, dass es der Markt nicht regelt, weil Wohnen ein knappes Gut ist, die Projekte lange dauern, Genehmigungsfristen haben, man nicht so einfach baut und investiert. So. Jetzt können wir sagen, das ist uns alles Recht, wir beobachten das und handeln nicht. Aber ich bin nicht in der Politik, um zuzuschauen, sondern ich bin da in der, in der Politik, um die Probleme, die die Leute haben, zu lösen. Und es ist tatsächlich so, in einer Großstadt gibt eine Jungfamilie 40 Prozent des Einkommens dafür aus. Ja. Und was wir jetzt erleben, ist, dass wir die Renditen für die Zinshausbesitzer, die sind gewaltig in die Höhe gegangen. Alle, die mit Immobilien spekulieren, sind Gewinner und die Verlierer, sind die Familien, die jungen Leute, die sich eine Wohnung suchen und mieten müssen. Und deshalb bin ich der Meinung, bei so einem sensiblen Markt äh, muss man darauf achten, dass man, wenn es falsch läuft, interveniert. Aber das so, heißt mehr Bu Staat und eben jetzt mit der Butter. Warum ja. dann nicht eben Grundnahrungsmittel, in den 70ern war das äh, beim Brot ja der Fall, warum nicht dort? Also man muss das auch beobachten, ist meine Meinung, aber ich denke, wir müssen Folgendes aufpassen. Diese Diskussion, entweder Markt oder Staat, die ist völlig von gestern, ja. weil aus meiner Sicht funktionieren das, die Veränderungen die, ja. Veränderungen, die wir gestalten müssen, ja. funktionieren nur dann, wenn wir sagen, ja, Markt, so soweit, als möglich, auch. Ja. soweit möglich. Ja. Ja. Und wo das nicht funktioniert, ja. müssen wir aber auch ganz klar sagen, wir tun was. Und einer so ein Beispiel ist, was das für unsere Zukunft bedeutet. Wir haben eine Reihe von Start-ups nach Österreich gebracht. Und eines meiner Lieblingsbeispiele ist, wir forschen in Österreich daran, dass Krebs zu einer heilbaren Krankheit wird. Da gibt es eine Firma, die heißt Böhringer Ingelheim. Die sind nach Österreich gekommen, bauen jetzt ein Forschungszentrum mit 500 Mitarbeitern, weil sie hier die besten Bedingungen vorfinden, weil der Staat ihnen garantiert die attraktivste Forschungsförderung, die bestausgebildetsten Leute, und vor allem die Kooperation mit unseren Universitäten und mit unseren Forschungsinstitutionen. Und das ist die moderne Form, das zu denken, zu sagen: Okay, wir sind nicht dogmatisch. Ich bin kein Ideologe, mich interessiert die Ideologie nicht. No, ja. Ich möchte, dass es pragmatisch das bin funktioniert. nicht mehr so sicher. Weil und bei den Wohnen muss ich ganz klar sagen: ja. ist die, Hat die Praxis gezeigt, es funktioniert wow. nicht und es geht auf dem Rücken der Mieter okay. und Mieterinnen aus. 50 Prozent des Wohnmarktes in Österreich ist sozialer Wohnbau. Das heißt, dort so zu so tun, als wäre alles freier Markt. Die Hälfte ist eben nicht freier Markt. Und es ist auch gut so, dass der, der soziale Wohnbau gefördert wird. Da fordere ich einmal mehr Landeshauptleute. Und auch hier haben sie äh, nicht zugegriffen entschlossen und ihre roten und schwarzen Landesfürsten nicht angehalten, dass die Wohnbauförderung. Wir alle zahlen eine Milliarde Euro an Steueranteilen für die Wohnbauförderung und sie ist nicht weggewidmet. Erstens, das müssen wir ändern. Zweitens, wir müssen mit dem Mietadel abfahren. Also, wir brauchen schon ein neues Mietrecht. Hier haben wir ein Problem, Herr Bundeskanzler. Die SPÖ wohnt in einem Mietobjekt der roten Stadtregierung Wien und Sie haben einen Mietvertrag, wo Sie 4,72 Euro zahlen pro Quadratmeter. Wenn in der Nachbarwohnung in derselben Lage eine Studentin einzieht oder eine junge Familie, zahlen Sie viermal so viel. Fast fünfmal so viel. Mit solchen Dingen müssen wir abfahren. Wir müssen auch abfahren mit den Privilegien in den Wohnbaugenossenschaften. Werden Rot und Sie schwarz durchdekliniert. Die nehmen die besten Filetstücke für sich, haben Monatsgehälter von 30.000 Euro mitunter oder 20.000 Euro. Solche Frage Dinge tun? Müssen, wir, müssen wir abschaffen. Also letzteres stimme ich voll und ganz zu. Wenn es da Beispiele gibt, schauen wir uns die Fall für Fall ja, an und dann intervenieren wir. Dann, Sozialbau zum dann Beispiel? Häng, dann hängen wir die Leute öffentlich raus. Bin ich der Meinung, sollte man nicht tun. Man muss fairerweise allerdings sagen, dass weder der Oppositionschef noch der Bundeskanzler hier einen besonderen Einfluss hat. Gebe ich Ihnen gleich das sind, mit: Sozialbau? Ja, das sind, danke, Ihre Kollegen, Genossen. Schicken, schicken ja. Sie mir ein E-Mail bitte. Äh, Mache ich, aber beim Angelegen. Letzten haben Sie ja nicht geantwortet. Sie Thema. haben die falsche Adresse gewählt, habe ich festgestellt. So, aber äh, ich habe auch ein SMS geschickt. Gut, also dass, Sie nicht... dann, dass Sie einander gegenüber sitzen. Ja? Gut, aber der Punkt, der Zur Punkt hier, braucht, ne? der Kollege Strolz ist natürlich einer, der ähm, natürlich eine sehr bildhafte Sprache hat und jetzt auch schöne Grafiken aufgezeichnet hat. Äh, dieser Mitvertrag aus dem Jahr 1945, äh, dieser Mitvertrag, Sie können gerne eine Hausführung machen, reden Sie mit unserem mhm. Geschäftsführer für die SPÖ. Ja. Haben dieselben Regeln zu gelten wie für alle, die solche Mitverträge gemacht haben? Punkt eins. Punkt zwei, das ist natürlich ein Ablenkungsmanöver. Zur so, Frage des Anstands, gestern, nicht das gestern im Parlament, für die Familie, die der Herr Strolz so wortreich be beschreibt, hätte er gestern einen echten Durchbruch schaffen können, eine echte Verbesserung. Und da waren die Neos nicht dabei. Und heute zeigt er mir okay. Müssen wir uns darum kümmern, Gut. ist so. Aber das eigentliche Problem für die Mieter und lösen wir so bitte. nicht. Mhm. Beim Thema Wohnen kommen sie nicht zueinander. Kommen wir zum Thema Arbeit. Arbeitszeitflexibilisierung, Herr Kern. Nach einer Marketumfrage sind 87 Prozent der Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen der Meinung, heute ist mehr Flexibilität nötig als früher. Was spricht denn dagegen, das auf Betriebsvereinbarungsebene zu lösen? Naja, auf Betriebsvereinbarungsebene, der Punkt ist, was Sie da zitieren, die Zahl kenne ich auch, eine Million Menschen wollen andere Arbeitszeiten. Die wollen sie nur nicht so, wie es ihnen die Industrie vorgeben möchte, nämlich mit einem Zwölf-Stunden-Tag, wo möglicherweise dann auch noch die Überstundenzuschläge weg sind. Das sind eineinhalb Milliarden Euro, über die wir da reden, die die Menschen an Einkommensentfall hätten. Und das zweite Thema, was wir haben, ist, wenn wir uns anschauen, was die Lebensrealitäten der Menschen sind. Und ich habe dieses Beispiel tatsächlich zufällig, vor 14 Tagen frage ich zwei Gärtnerinnen äh, in einem Park in Wien, wo sie herkommen, was sie machen, wie viel sie verdienen. Und das waren zwei Damen, die sind aus dem Südburgenland. Die sind jeden Tag um 4 Uhr in der Früh, läutet bei denen der Wecker. Dann pendeln die nach Wien rein, die arbeiten und danach fahren sie wieder raus. Das Ganze für 1600 Euro im Monat. Die haben Kinder, Kinderbetreuungsnotwendigkeiten. Und wenn wir denen jetzt sagen, meine liebe Leute, ihr bleibt morgen oder übermorgen mhm. einfach ein bisschen länger, dann funktioniert das einfach nicht. Und deshalb bin ich der Meinung, wenn wir über Flexibilisierung reden, brauchen wir intelligente Modelle, Homeoffice-Konzepte und ähnliches. Aber kein Diktat von der Industrie oder der Wirtschaft gegenüber den Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen. Nein, kein Diktat. Das ist mir auch wichtig. Sondern das ist ganz vielfach der Wunsch auch der Arbeitnehmer. Und hier eine Einladung: ich war zwölf Jahre lang Unternehmer. Ich habe es gerade ähm, zitiert. Ähm, das und ist so, und ja. äh, da gibt es natürlich auch viele Menschen, wie eine Bekannte von mir, ist alleinerziehend, hat ein Kind und die sagt, ja manchmal passt meine Schwiegermutter auf das Kind auf, obwohl wir geschieden sind und, und es gibt Tage, an denen würde ich gern ein Projekt bis 21 Uhr am Abend fertig machen, dann habe ich am nächsten Tag frei. Mit meinem Chef machen wir das schon aus, mit meiner Chefin sagen die Leute ähm, und äh, ich mache das einfach und am nächsten Tag mache ich Sport, einen Ausflug, mache mit meinem Kind was und sie darf das auf der Basis des heutigen Gesetzes nicht und die Menschen verstehen das nicht. Warum? der Gesetzgeber hier so in ihr Leben eingreift. Faktum ist doch, dass am Ende des Monats in wahrscheinlich der Hälfte der Klein- und Mittelbetriebe in Österreich Industriebetriebe brauchen andere Lösungen, bin ich schon bei ihnen, aber auch dort ist eine Flexibilisierung notwendig. Die Hälfte der Betriebe in Österreich frisieren am Monatsende gemeinsam die Stunden, die Angestellten und die, die Führungskräfte kommen zusammen und sagen: Wie tun wir, damit wir nicht mit einem Bein im Kriminal stehen? Das ist für beide Seiten unangenehm. Aber haben Sie eigentlich dafür Belege? Weil das ist ja schon ein sehr großer Vorwurf an die Unternehmen, wenn Sie Nein, sagen, ich dass kann sie ich ständig Dienst nehmen. Ja, ich war zwölf Jahre Unternehmer und bei uns war es auch so: Wir hatten ein modernes Arbeitszeitkonzept, nämlich Vertrauensarbeitszeit. Ich habe nie gefragt, wann kommt ihr und wann geht ihr. Das haben bei uns die Leute selbst eingeteilt. Sie, ja, sind doch, das, das sie wollten doch mal das Start-up Aber Herr Stolz, das ja. ist ja was ganz was anderes. Über das reden wir ja nicht, wenn Sie mit Vertrauensarbeitszeiten ja, operieren. Auch, auch ist doch, mir das sind die Gleitzeiten, ja, da ist man, nicht möglich, dass man, das ah, da, kann man, da, kann man aber da kann man viel machen, da kann man viel machen, als gar keine Frage. Aber ja. ich bin dagegen, dass wir immer nur sozusagen einseitige Regelungen treffen. Was wäre jetzt der Unterschied ja. zwischen Vertrauensarbeitszeit ja, und arbeitszeit nehmen, flexen, Dass die, die Arbeitnehmer da wirklich eine Selbstbestimmung ja, hätten bei so einem Konzept. Ja, aber da bin darf ja ich auf einen Punkt hinweisen und das wird oft einmal dann ignoriert. Gestern haben die äh, Kollektivvertragsverhandlungen zu den Metallern ja. begonnen. Die haben ein wirklich gutes Arbeitszeitflexibilisierungsmodell. Die haben ein richtig gutes. Das sind wie, einige gute Dinge die ist das entstanden? Ja. Unternehmen sind da gesessen, ja. Arbeitnehmer sind ja. da gesessen. Die haben sich dann geeinigt. Das ist der österreichische Weg, so ja. möchte ich das. Und wenn Sie sich anschauen, was die Bauarbeiter haben, die Bauarbeiterurlaubskasse. Jedes Mal, wenn ich den Innungsmeister, den Herrn Frömmel treffe, die mm. Gewerkschaftschefs, die sind die engsten Buddies und alle miteinander sind zufrieden, weil die haben es geschafft, eine Flexibilisierung hinzukriegen, ja. wo auch die Arbeitnehmer was davon haben. Und Aber wenn wir das erreichen, werden wir über so etwas gerne den Betrieb reden. Ich in Oberösterreich zum Beispiel und äh, das sagt mir der Chef, auch die Mitarbeiter haben auch geschrieben, eine Mitarbeiterin. Zum Beispiel, die haben viele. Ähm, Leute, die auf Montage sind. Die fahren oft vier Stunden an in einen Teil Österreichs, haben die Familie zu Hause und um halb sechs kommt das E-Mail. Jetzt den Schraubenzieher fallen lassen, sonst sind wir im Kriminal. Die greifen sich am Kopf, die fragen, wer hat solche Regeln erfunden, die gegen das echte Leben sind. Die wollen doch, wenn sie wechseln von der Familie, nicht am um halb sechs aufhören müssen, sondern die sind vier Stunden angefahren, die wollen das bis achte machen, dafür haben sie dann am Freitag frei beispielsweise. Solche Dinge will ich ermöglichen für die Wirtschaft und da gibt es doch keine Verlierer, da gibt es nur Gewinner. Also ich bin mir einig. Wenn wir Lösungen haben, wo alle zufrieden sind, sind wir dabei. Aber das Problem ist ja, Ihre Alleinezieherin ist ja nicht typisch. Weil die Arbeitsrealitäten ja, in Österreich viele, ne? von Supermarktkassiererinnen, von Verkäuferinnen, von Bürokräften sind ja oft einmal ganz andere. Die 40-Stunden-Woche wird nicht angetastet, die 38-Stunden-Woche, die will niemand antasten. Klar. Ich glaube, wir einigen uns auf das Prinzip, wir brauchen hier eine Veränderung. Okay. Da sind wir uns beide einig. Aber Die sollte, nächste Regierung muss daran Sie muss, muss sozialverträglich sein und nicht auf dem Rücken der Arbeitnehmer. Absolut. Wo die nächste Regierung ran muss, wenn sie drinnen sitzt, ist beim Thema Pensionen. Sie haben gesagt, Jawohl. es muss eine Pensionsreform her. Das wäre eine ja. Koalitionsbedingung. 5 Milliarden würde die bringen. Und ein Punkt äh, ja. aus Ihrem Programm lautet eben, das Pensionsantrittsalter der Frauen sofort anzugleichen. Ja. Und Sie argumentieren das äh, mit Diskriminierung. Inwiefern? Ja, natürlich. Äh, es, es ist ja so, dass heute die Frauen eine eklatant niedrigere Pension haben im Vergleich zu den Männern. Die haben ein paar hundert Euro weniger an Pension. Und das hat unter anderem damit zu tun, dass sie die besten Jahre verlieren. Früher hat man bei der Berechnung der Pension die besten Jahre insgesamt genommen, ähm, die Durchrechnung anders berechnet, Entschuldigung. Und natürlich wird am Schluss die Lebensverdienstkurve geht hinauf. Das heißt, wenn wir die Frauen am Arbeitsmarkt jetzt mit 50 de facto schon alt machen, ich kenne Personalchefs, die offen zugeben, unter vier Augen. Wir investieren nicht mehr in 50-jährige Frauen, weil die gehen demnächst in Pension. Ich halte das für grundfalsch. Das ist mit ein Grund, warum die niederen Pensionen da sind. Und ich bin sehr dafür, dass wir zum Beispiel die Familienarbeit viel entschlossener auf Männer und Frauen aufteilen. Das sind Island zum Beispiel, sind große Vorbilder. Aber das bleiben wir bei diesem das, heißt, das ist für mich nicht die Begründung, dass die Frauen, weil manche sagen, ja, die haben ja die Kinder. Nein, das sollen wir uns besser aufteilen. Gleiche Ansprüche für Karenz, da gibt es Vorschläge von den Neos. Und dann leben die Frauen fünf Jahre länger als die Männer und dann sehe ich nicht ein, warum wir sie eben früher alt machen am Arbeitsmarkt und sie dafür mit niederen Pensionen in diese letzte Phase dann auch schicken. Jetzt gibt es immer unterschiedliche Berechnungen, Herr Kern, aber wenn die Menschen ein Jahr später in Pension gehen, sagt man, dass es ungefähr eine Milliarde Euro bringt, also mehr als Schweden jede Vermögens- oder Erbschaftssteuer. Also warum nicht? Pardon, ich habe jetzt äh, der Herr Stolz ich hat war jetzt etwas abgelenkt. <laughs> sie entschuldigen. Äh, es ja. gibt Berechnungen auf und ab, wenn die Österreicher ein Jahr, ja, Österreicherinnen, so weiter, ja. ein Jahr später mhm. in Pension gehen, dass das eine Milliarde ungefähr mhm. bringen würde. Mehr als jede Vermögens- und Erbschaftssteuer, die sie ansetzen, mit ungefähr 500 Millionen. Also warum nicht? Mhm. Also ich muss dazu sagen, was ich am Herrn Stolz seinen Konzept schätze, ist, dass er die Karten auf den Tisch gelegt hat. Andere haben riesige Steuereinsparungen. Keine Gegenfinanzierungsvorschläge. Die Neos haben das gemacht. Bei den Pensionen schlagen die Kollegen vor, 5 Milliarden zu reduzieren. Da bin ich sehr, sehr skeptisch und ich kann Ihnen nur noch sagen, warum. Weil die Lebensrealität in Österreich ist heute, dass die Hälfte unserer Pensionisten weniger als 950 Euro. Bekommt. Das heißt, die mhm. leben nicht ins Haus und brauchst nicht, da geht es nicht, nicht, nicht um, es nicht um römische Dekadenz. Wenn wir uns anschauen, was im Pensionssystem Ding. passiert ist, ist, wir haben eine permanente Verunsicherung und sagen den Leuten, es muss kürzen geben, du musst länger arbeiten und so weiter. Ja. Wenn du jetzt mit einer Pflegerin sprichst, die heute 50 ist, und der sagst, du musst leider noch 15 Jahre arbeiten und nicht die 10, die versprochen sind, dann ist das in Wahrheit für diese Leute nicht machbar, weil die sind am Ende ihrer Berufskarriere wirklich fertig. Und was wir dann erlebt haben, gerade bei den Frauen ist ja, wir können jetzt sagen, ja, äh, wir teilen das alles schön auf. Nur was ist die Lebensrealität in Österreich, wenn es um die Pflege in der Familie geht, wenn es um die Kindererziehung geht. Wir haben noch einen wirklich weiten Weg, bis Frauen gleichberechtigt sind. Und dann passiert folgendes, dass Frauen in Österreich 20% weniger verdienen für gleiche Arbeit als Männer. Und solange diese Ungerechtigkeiten nicht erledigt sind, hm. Macht das keinen Sinn, über das nachzudenken? Weil Sie haben die Diskussion in Deutschland. Also, Sie würden das auch belassen, Sie, wie es jetzt geplant ist, bis 2033, wenn Sie wieder in einer Regierung kommen. Absolut, Nein, das ist zügiger absolut. zu machen, auch im absolut. Sinne der Frauen, das ist ganz wichtig. Es ist aber nicht das größte Problem im Pensionssystem. Das größte Problem ist, dass die Generation der unter 40-Jährigen völlig außen vor gelassen wird. In einer Art von Verantwortungslosigkeit, die aus meiner Sicht, Herr Kern, atemberaubend ist. Aber Ihr da, Mantra ist, äh, ja. die Pensionen sind sicher, wir wissen dass die eben ungefähr 30 Prozent weniger auserkriegen als die Väter. Wenn wir heute den Pensionisten sagen würden, du bekommst 30 weniger, würden die zu Recht sagen, bist du verrückt, du stößt mich in Altersarmut. Und deswegen würden wir die kleinen Pensionen natürlich weiter Höhenwert anpassen. Aber wir müssen darüber reden, Herr Kern, dass wir unter 40-Jährige massenhaft in die Altersarmut entlassen, wenn wir jetzt nicht gegensteuern. Wir müssen jetzt gegensteuern. Und da will ich über die zweite Säule reden. Zweite Säule, also Betriebspensionen, dritte Säule, eigene Vorsorge. Wissen Sie, wer hier blockiert? Da springt dann meistens irgendein Gewerkschafter auf in der, in der im Parlament und sagt, das ist böse und so weiter. Zweite Säule ist böse, das ist Kapitalmarkt und so weiter. Und dann recherchieren wir Neos, parlamentarische Anfragen. Und was finden wir raus? Wer hat die fettesten zweiten Säulen in Österreich? Die Arbeiterkammer, die Wirtschaftskammer, also all jene, die Zwangsbeiträge einheben. Und im Parlament also Sie und bleiben dabei, Herr Stolz in Anlehnung das an Herrn Das ist eine Doppelwürdigkeit. Das ist unglaublich. Ja. Und mit der müssen wir abfahren. Aber mit der müssen wir entschlossen abfahren. In Anlehnung an den Herrn Schellhorn. Sind Sie auf die Welt gekommen, um die Zwangsmitgliedschaft zu Die gehört natürlich weg. Und auch die ganzen Pensionsprivilegien müssen wir entschlossen beschneiden. Das hat NEOS auch zustande gebracht. Aber nur ein kleiner Schritt als 5-Prozent-Partei. Wir müssen einen größeren Schritt geben. Deswegen muss NEOS wachsen. Und dann noch ein Punkt: Wien-Holding. 15.000 Menschen. Gut, das es sind, sind jetzt viele Punkte. Das Lassen wir ist mal. 100%. Ja, ja. Mit solchen Dingen müssen wir abfahren. Das ist alles ihr rotes Reich. Da müssen Sie aufräumen. Bitte Herr, Stolz, Entschlossen äh, aufräumen. Herr Stolz, der Punkt ist der glaube ich, jener, wo wir aufpassen müssen. Wenn man 5 Milliarden kürzen will im Pensionssystem, dann funktioniert das System das, nicht kürzen. Ja, damit. Ich, ich höre das Wort wohl, ja. mir fehlt ein bisschen der Glaube, weil ja, ich die Zahlen, ich wirklich sehr, nähern, ich die Zahlen ich in der Tat sehr, sehr gut kenne. Und die Situation, die wir haben, ist, in Deutschland gibt es eine ähnliche Diskussion. Wenn eine deutsche Frau in Pension geht, dann bekommt sie heute 600 Euro. 600 Euro. In Österreich. Sind es 1200 mit dem System, das wir heute haben. Und das ist gut so, weil wenn eine Frau in Deutschland heute in Pension geht, dann ist sie entweder in der Altersarmut oder sie ist von ihrem Mann abhängig. Und ich sage Ihnen, ich möchte beides nicht ja. in Österreich haben. Einverstanden. So, und jetzt müssen wir eine präzise Analyse machen und uns genau anschauen, was die Zahlen sind. Weil da wird permanent eine massive Verunsicherung betrieben. Und was wir erreicht haben, ist, wir haben heuer 600 Millionen Euro weniger für Pensionen werden wir ausgeben, als wir am Anfang des Jahres noch gedacht haben. Ja, weil die Bank Und Bank Austria. Zweite, nein, 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 nein. Einmal, nein, 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 Herr Stolz. einmal Zahlungen nein. der Bank Austria. Es ist über die ganze Periode weil sogar Stolz, laufen, ist ein Krummer. Es ist über die ganze Periode sogar 4 Milliarden Euro. So das sind Nein, nein. Ich, nein Entschuldigung. natürlich, wir reden ja. über Zahlen. Wir reden über Zahlen. Wir das sind Brei 4 Milliarden. So. Okay. Aber der Punkt bei der ganzen Geschichte ist, und das ist auch spannend, es wird den Leuten immer eingeredet, das Pensionssystem bricht unter der Last der Pensionisten zusammen. Und das ist Angstmache, weil wenn wir uns anschauen, wie viele Pensionisten ein Aktiver erhalten muss, dann ist es heute so, dass wir so gut sind wie das letzte Mal vor 20 Jahren. Und wissen Sie, was der Punkt ist? Das ist nicht Hokuspokus, das ist kein Zaubertrick, das ist wirtschaftlicher Erfolg und deshalb müssen wir in den wirtschaftlichen Erfolg investieren. Das Wirtschaftswachstum, das wir erreicht, haben, geht massiv nach oben. Wir haben einen echten Aufschwung zu Wege gebracht. Die Beschäftigung ist auf Rekordniveau, mhm. die Arbeitslosigkeit sinkt und das ist der Grund, warum wir mehr Beitragszahler haben, mehr Geld ins System kommt und wir so unser System absichern müssen, aber eine, nicht mit deutschen Verhältnissen. Eine Idee Herr Strolz, die sie auch haben, für Pensionen ist die Pensionsautomatik. Ja. Da berechnet dann nicht mehr das Parlament oder die Politik vielmehr ja. eben die Höhe und so weiter, sondern eine Maschine, was ja, hätte das Vorteil? Was ist der Vorteil? Das ist das schwedische Modell. Und wir waren in Schweden, haben uns das angeschaut. Wir haben die Schweden auch nach Österreich geholt, haben die Sozialpartner eingeladen, alle Parteien im Parlament. Was ist die Idee? In Schweden bekommst du jedes Jahr ein oranges Kuvert. Jeder schwedische Bürger, jede Bürgerin, da steht drin: Du kannst ab 61 in Pension gehen. Regulär, du entscheidest, wenn du mit 61 gehst, bekommst du so viel raus. Mit 65 so viel. Das ist das Referenzpensionsalter, das wir derzeit vorschlagen für Österreich. Und wenn sie länger bleiben, bekommst du mehr. So, jetzt gibt es tatsächlich Leute, und wir sind immer Freunde der Freiheit. Jetzt gibt's Paare, die sagen so, die Kinder sind draußen, die Wohnung ist abzahlt, wir machen am liebsten Urlaub auf Balkonien, wir brauchen nicht viel, Fischen ist unser Lieblingshobby, wir gehen früher und wir nehmen die Abschläge in Kauf. Ja, hurra die Gams, dann soll der Staat doch das akzeptieren. Und dann gibt es jene. Und ich will ein neues Arbeitsverständnis propagieren in diesem Land. Arbeit ist nicht die elendste Mühsal des Lebens. Im Idealfall ist sie auch erfüllend. In Schweden arbeiten über 15 Prozent jenseits der 65 Jahre. Ich war beim schwedischen Botschafter, habe gefragt: Müssen die das fürs Geld? Sagt er, solche wird es auch geben. Nach seiner Einschätzung, die absolut überwiegende Mehrheit will nach 65 arbeiten. Meistens nicht mehr 100 Prozent, deswegen schlägt Neos auch vor, eine Teilpension, Mach mal es flexibler. Macht auch keinen Sinn, dass die Leute hackeln bis zum umfallen Herzinfarkt, dann kommt die Lösung: Pension. Bleiben wir bei der Pensionsautomatik, Neue Arbeitswelten. Die Pensionen wären dann nicht mehr Spielball der Politik, wäre das nicht eine reizvolle Idee? Das wäre ein Segen. Das wär ein Segen. <laughs> also Spielball der Politik ist gut, wir schützen die Interessen derer, die ein Leben lang gearbeitet haben und die das Recht haben, in Würde und Respekt Ihr Lebensamt äh, zu verbringen. Das ist das, worum es mir geht. Weil da reden wir nicht nur Aber um es Wahlkampfthema. Ein wir reden dann nicht nur über Einkommen, sondern wir reden über Respekt vor der Lebensleistung. Und ich habe Ihnen die Zahlen genannt. Wir könnten das noch länger durchdeklinieren. Ich kann Ihnen noch viel mehr davon liefern, wo ich überzeugt bin, dass das in Ordnung ist und das System nachhaltig funktioniert. Sogar die kritische Pensionsreformkommission sagt uns, die Zuschüsse werden stabil bleiben gemessen am BIP über Aber die nächsten Aber Pensionsautomatik 20 Jahre. nein. Nein, und zwar deshalb nicht, weil äh, ich bin ja auch der Meinung, dass Arbeit sozusagen eine, eine Zierde ist und, und wesentlicher Teil des Menschseins Zierte. und etwas positives, wenn man so will. Mhm. So nur die Lebensrealitäten, die wir beide haben mit unseren Jobs, sind nicht die Lebensrealitäten, die ein ja. Bauarbeiter hat, die ein Busfahrer hat, die eine Krankenpflegerin hat oder ein ja. Kellner hat. Und wenn wir diesen Leuten will Automatik übersetzen, wir es doch, was es heißt. Es heißt und das ist ja wie bei in Schweden passiert. Wenn wir das zum Beispiel vor zehn Jahren eingeführt hätten, ja. hätten wir jetzt schon das Pensionsalter von 67. Und das geht dann jedes Jahr rauf. Und meine Strategie ist: sichern wir den wirtschaftlichen Erfolg, dafür sind wir da. Und dann bin ich auch als Kanzler dafür verantwortlich, dass die soziale Sicherheit im Land gewährleistet ist. Was sagen Sie der unter 40-Jährigen? Minus 30 Prozent. Das versteht das, jede ja jede. Das, was ich gerade gesagt habe. Aber minus 30 Prozent, die werden davon nicht leben können. Nein, das, das. ist Massenarmut. Zweite Seile. Ja. Wann reden wir drüber? Warum wird es ideologisch gebrandmarkt? Dritte Seile. Wann reden wir drüber? Ich verstehe es nicht, warum Sie diese Themen wegdrücken. Sie nehmen Pensionsthemen immer als Wahlkampfgegner. Ich muss hat Vorgänger haben geschrieben also und so weiter. Und, ja. und und, und der andere macht halt jetzt einen Pensionshunderter, den sie zu Jahresbeginn gemeinsam mit der ÖVP verteilt haben. Bitte, auch den 30.000 Euro Pensionisten, die das 14 Mal im Jahr bekommen, haben Kern und Kurz ein Hunderter eingesteckt. Darf ich das ja, kurz geht's machen? geht's das, das ist doch ein Wahnsinn, Herr das versteht Stolz, doch keiner. Darf ich das kurz machen? Und die jungen Leute, da haben wir 30%. nämlich wieder, wieder eine Einigkeit. Sie haben da sozusagen dieses äh, Proportschattenreich schattenreich der Großen Koalition beschrieben ja. äh, bei diesen Pensionsprivilegien. Ich bin der Meinung, Sie haben völlig recht, ich möchte das auch nicht haben. Die SPÖ hat lange gebraucht, bis sie sich dazu hingefunden hat. Wir haben das jetzt beschlossen. Und ich möchte klarstellen, dass diese Pensionen, von denen Sie gesprochen haben, der Vergangenheit angehören müssen. Die, die es haben, da wollen wir die Pensionssicherungsbeiträge verdoppeln. Das ist signifikant, richtig signifikant. Und ich bin auch der Meinung, das sollte man nicht zuschauen, weil es ist so, wie Sie sagen. Wir haben eineinhalb Millionen Leute in Österreich, die Teilzeit arbeiten zum Beispiel, EPUs, die nicht ja. auf die Beitragshöhen kommen und eines Tages das Risiko haben. Haben in nein, nein, jetzt, letzten, aber Herr Stolz, ich bin jetzt verantwortlich und wir haben gesagt, wir ändern das. Das bitte ich Sie zu respektieren. Ja. Und da würde ich mich freuen, wenn wir diesen Weg gemeinsam gehen. Ich notiere gehen. das mit. Ich mhm. finde, das ich ist sie inakzeptabel, dass wir ja. eineinhalb Millionen Leute haben, die nicht wissen, wo sie bleiben ja. werden und andere, die Folgen... Aber dafür braucht es Neos. Die brauchen so einen Stachel <laughs> in ihrem trägen Sitzfleisch. Sonst <laughs> bewegen sich die Herrschaften so, jetzt des jetzt Alters. Sie den noch Stachel, sagen, den dafür den Stachel, den Sie haben. Dafür braucht es den als SPÖ Vorsitzenden. Als den Stachel, den Sie bin haben, ich vor nicht zuständig beim aber, Thema Bildung. Mensch, Gute, beim, beim Thema Bildung Herr Strolz. Wir können das tauschen. Okay. Und Herr Leider Kern dabei. Im Studio sitzen Schüler und Schülerinnen ja. aus Stockerau und Burkersdorf, die meisten von ihnen, ich habe vorher gefragt, wollen studieren. Jetzt ist die Geschichte der Studiengebühren. Herr Kern ist ein Auf und Ab in der SPÖ oder besser gesagt ein ja und nein oder, oder nein. Jetzt steht im Plan A, freier Hochschulzugang, keine Studiengebühren. Werden Sie dieses Wahlversprechen, wenn Sie in einer Koalition sind, halten? Ja, ich war nie für Studiengebühren, weil ich kann Ihnen noch sagen, Na, warum. die SPÖ. Es geht ja auch der Herr nein, Gusenbauer nein. war 2006 für Studiengebühren und hat dann 2007 bei den Koalitionsverhandlungen Ja gesagt. Ja, aber pardon, was in meiner Vorvorgängerzeit war, das ist jetzt schwer zu diskutieren, aber ich kann Ihnen sagen, warum ich gegen Studiengebühren bin. Weil ich persönlich würde heute nicht hier sitzen. Wenn es Studiengebühren gegeben hätte. Meine Familie hätte sich nicht leisten können, zu studieren. Und deshalb bin ich der Meinung, wir müssen die Dotierung unserer Hochschulen verbessern. Da haben wir Probleme. Wir müssen zumindest drei Unis unter die Top 100 bringen der Welt. Das ist das Ziel. Weil ich will, dass unsere jungen Leute auf den besten Universitäten der Welt studieren können, und zwar in Österreich und nicht nach Amerika gehen müssen. Und das müssen wir entsprechend finanzieren. Sie haben die ja. Idee mit den nachgelagerten Studiengebühren. Ja. Das heißt, das ist so eine Art zinsfreier Kredit, den ja. man dann zurückzahlen sollte, je nach Gehalt, was man dann danach genau. verdient. Als schuldig geblieben sind Sie, nur ab welcher Höhe des Gehalts sollte ja, man mein, das dann zurückzahlen? Mein Vorschlag ist, dass wir sagen, wenn jemand über dem Durchschnittseinkommen ist, dann soll er hier in Raten zurückzahlen. Das wäre jetzt Annahme, für die Schülerinnen und, und Schüler, ja, die, die wollen das nämlich wissen, was das für... Ja, also brutto netto, also äh, ungefähr 3000 Euro brutto. Ja, wenn jemand da drüber kommt. Und wie lange? Ähm, also ja, bis sie abzahlt sind, die Studiengebühren. Die sollen nicht prohibitiv, also die sollen nicht hoch sein, wie in den USA, sondern wie, wie wir es gehabt haben, irgendwo zwischen 500.000 Euro. Die Uni soll das selber festlegen in Autonomie. Was, 500.000 Euro Studiengebühren? 500 nach? oder 1.000 ja, Euro, okay. ne? nicht erschrecken. Also alle, die jetzt vom Sessel, <lacht> <lacht> Deswegen frage ich aufstehen. ja nach. Zwischen ähm, 500, zwischen 500, und, 500 und 1.000. Euro, die Uni soll es selbst festlegen. Mir geht es auch darum, mehr Ernsthaftigkeit im Studium. Das ist ein Nebeneffekt. Wir haben in Österreich den wir den Umstand, dass nirgendwo so lang studiert wird wie in unserem Land. Wir haben aber auch den Umstand, dass nirgendwo, und das ist eine echte Schande, so viele junge Menschen am Boden sitzen, und wir haben viele Ungerechtigkeiten im System. In manchen Bundesländern zahlst du für den Kindergarten sogar, wenn du am Nachmittag nach, nach 13 Uhr deine Kinder in den Kindergarten bringst. Ich finde es unfair, dass die Meisterprüfung zu bezahlen ist, aber das Studium frei ist. Also diese Ungerechtigkeiten müssen wir beseitigen. Meisterprüfungen für Lehrlinge auch frei, Kindergarten frei, da fangen wir an. Und ja, bei den Universitäten nachgelagerte Studiengebühren. Wir teilen allerdings ein Ziel, Herr Kern. Und das sage ich als Bergbauernbub, der auch nicht studiert hätte ohne Stipendium. Es darf keine Hürde, keine soziale Hürde geben Richtung Universitäten. Es muss jedem offen stehen in Österreich und jeder, die diesen Weg gehen will. Zum Thema Regierung. Die Irmgard Gries findet eine Dreierkoalition mit Schwarzen und Grünen reizvoll. Auch den Posten als Justizministerin. Eine Koalition mit der SPÖ reizt sie gar nicht. Mit der SPÖ? Ja. Was heißt reizen? Das ist ja keine Frage von Reiz oder sonst was. Äh, Na, ich sage es nur, weil Irmgard Gries Chris äh, das ja, also, Wort so verwendet Wir hat. haben immer gesagt, NEOS will noch stärker in die Wirkung kommen. Ich will, dass unsere Pläne für, für die Menschen, für das Land stärker in die Umsetzung kommen. Eine Bildungswende, das im Bildungsbereich. Das haben, wir, das haben wir jetzt eine Dreiviertelstunde fast starten. gehört, was Sie alles wollen. Und jetzt wollen. machen wir Aber wäre auch eine Koalition Ich kann mir vorstellen, dass wir durchaus. Äh, das eine oder andere gemeinsam umsetzen können. Wir haben ganz viele äh, Gemeinsamkeiten, äh, die fehlen, muss man auch sagen, äh, Gegensätze. Und vor allem geht es sich rechnerisch nicht aus. So wie es ausschaut, ist äh, hier der Herr Kurz Richtung Kanzler unterwegs. Warum soll man solche Rechenbeispiele jetzt anstellen? Ist das Vertrauen jetzt eigentlich gestiegen nach dieser Dreiviertelstunde? Ja, ich, ich habe immer gefunden, der, der Herr Kern ist kein unangenehmer Zeitgenosse. Ja? Aber ich habe am Anfang. Ich kann es nicht lassen. A, a bissl, ja, Sie waren am Anfang eine größere ja, ja, Hoffnung ja, als jetzt, ja, ja. das muss man so sagen. Und der Plan ja, A ja. ist halt vor allem jetzt ein Plan Ablöse durch Doskozil, das ja, muss man auch sagen. Ja. Ja. Herr Kern, im Frühjahr hat Ihr Geschäftsführer Georg Niedermühl-Bicher gesagt, die Wunschvariante wäre eigentlich eine Dreierkoalition, SPÖ, Grün, Neos. Sehen Sie das noch immer so? Von Ihnen hat man das so gar nicht gehört. Ja, aus meiner Sicht ist es so, dass ich in die Politik gegangen bin vor 15 Monaten, weil ich das Land verändern möchte. Und dafür suchen wir Bündnispartner. Und was wir mit dem Plan A vorgelegt haben, ist etwas, wo ich davon überzeugt bin, dass es ein Konzept ist, Österreich erfolgreicher nicht für die nächsten zwei, drei Jahre zu machen, so wie wir das jetzt bereits getan haben, sondern für die nächsten 10, 20, 30 Jahre. Das ist mir wichtig. Da gibt es Anknüpfungspunkte mit den Neos, äh, auch im Bildungssystem, denke ich viele. Da gibt es Unterschiede, oft äh, gibt es da interessante Vorschläge, die ich dann immer genau durchlese, schaue, ob wir das übernehmen können, umgekehrt. Das ist wahrscheinlich auch so. Zum Beispiel auch ein großer Anhänger, dass wir die Lehrausbildung massiv aufwerten, da mehr Geld rein investieren. Ist das Vertrauen äh, gestiegen jetzt nach der Dreiviertelstunde? Am Ende fürchte ich, wird es nicht nur um das Vertrauen gehen, sondern auch um die Frage, was sind die politischen Gemeinsamkeiten. Und die politischen Ansätze unterscheiden sich doch sehr, weil unser Verständnis ist, wir wollen Politik machen, die den 95 Prozent, die arbeiten gehen und so weiter, ihre Beiträge leisten, Kinder großziehen. Was bringen die politischen die sind, die Gemeinsamkeiten so sagt, ohne die, die Währung, ja. äh, ohne man. die politische Währung vertrauen. <laughs> Vielen Dank Ihnen beiden. Ich habe es, glaube ich, geschafft, dass Sie fast gleich auf sind. Matthias Strolz, 18 Minuten 31, Herr Kern, 18 Minuten 35. Ich danke oh, Ihnen. Danke an Sie zu Hause für Ihr Vertrauen, dass Sie bei der ORF-Wahlkonfrontation SPÖ gegen NEOS dabei waren. Gleich im Anschluss sehen Sie eine Analyse zu unserer Sendung auf ORF3 unter der Leitung von Peter belinker In der ZIP 2 dann ein Faktencheck und die Analyse von Peter Filzmeier live bei Lou Lorenz-Titelbach. Und hier auf OF2 sehen Sie anschließend die Sendung Schauplatz Thema Wohnen. Kommende Woche gibt es gleich drei Konfrontationen: Dienstag, Mittwoch und Donnerstag. Ich freue mich, wenn Sie wieder dabei sind. Auf Wiedersehen.